So, hallo, wir machen weiter bei Superliminal. Letztes Mal hatten wir einen absoluten Kopfzerstörungsweg. Es war nichts mehr normal. Und dann hat es eine Uhr angezeigt, 7:59 Uhr, 8 Uhr. Und jetzt sind wir wieder hier. Die Tür ist noch zu. Wir müssen vermutlich den Wecker betätigen. 8 Uhr. Sind wir jetzt wach oder nicht? Wo dieser Exitwinkel war, an dem der. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce, and by now you may have realized that all of this has happened exactly the way it was supposed to. Aha. You see, everyone who comes to the Institute does so because they feel that they are no longer in control of something important to them. Okay. Also es sollte sich alles so abspielen. Es war nie. But more often than not, the problem is not that the problems we face can't be solved. The problem is that we become so afraid of failure that we refuse to see our problems from a new perspective. And so, we do the same things again and again and again. And therein, of course, we find exactly the failure we were looking for. Ja, das ist schon wahr, was er sagt. First, you thought outside the box and you overcame them. Because you saw things from every angle, you understood them for what they really were. Because you kept moving forward, no matter how far off the path you were told you were headed, or how unexpected it became, you found your way. Das heißt, die haben alles so konstruiert, dass sozusagen dann der psychologische Effekt entsteht, der entstehen soll bei der Testperson. Okay. Aber das heißt, wir träumen immer noch. Nur mal so. In a few minutes, you'll be back in the real world. Danke dafür. Some part of you will say that none of this was real. So, how could it have really meant anything? But just like the power of perspective itself, it will have been as real as you believed it to be. All you've got to do is wake up. So wie Link. Jetzt sind wir aufgewacht. Und jetzt sind wir ein Mensch ohne Selbstzweifel. Okay, cool. Nein, aber cooles Spiel. Sehr genial. Sehr genial. Ich bin jetzt mal gespannt, wie das jetzt ist mit den ganzen Collectible-Geschichten. Das würde mich schon interessieren, ob man da noch irgendwelche Hinweise bekommt, wo man die finden kann, weil ich renne jetzt nicht alles durch und suche. Das werde ich nicht tun. Aber das war cool. Alleine, wie das wieder möglich ist, so von der Spielphysik her, ne? Solche Sachen zu bauen. Das war schon cool. Bin ich jetzt mal gespannt, was noch so kommt.
Ich habe das jetzt vor allem ein Stück durchgespielt. Also seit ich angenommen habe aufzunehmen. Seit ich angefangen habe aufzunehmen. Ich habe einfach durch aufgenommen. Praktisch Batch-Rekord. Batch-Aufnahme. Deswegen hoffe ich mal, dass ich jetzt in den letzten Parts nicht zu erschöpft gewirkt habe. Weil ich halt, wie gesagt, schon die ganze Zeit aufnehme. Aber gut. Das war auf jeden Fall sehr interessant. Vielen Dank fürs Träumen, ja. Gerne. Auch wenn, also der letzte Part, der hat mich schon ziemlich uff. Errungenschaft. Aufwachen. Jawohl. So. New zusätzliche Modi. Jetzt gehen wir erstmal kurz hier Level auswählen. Was haben wir denn da? Einweisung, optisch, Kubismus. Ach, guck mal hier, was zeigt sich jetzt alles an? Was sind denn das für... Das zeigt auf jeden Fall Sachen an, die... Die Auswahl eines Levels überschreibt den aktuellen Speicherstand, aber keine Errungenschaften. Aha. Ich traue mich nicht. Herausforderungsmodus, Entwicklerkommentar, Workshop. 0 von 9, 0 von 4, 0 von 4. Challenge Mode. Was ist das denn? Von 9. Herausforderungsmodus, das ist okay. Zwei. Terms of service accepted. Congratulations on falling asleep. Welcome to Somnasculpt. Your progress will be monitored by qualified specialists. This orientation will adapt you to eyelids, our interactive, lucid induction dream state in which you retain full consciousness and control. Ich darf nicht einmal springen? Terms of service accepted. Congratulations on falling asleep. Welcome to Somnasculpt. Your progress may be monitored by qualified specialists. This orientation will adapt you to eyelids, our interactive, lucid induction dream state in which you retain full consciousness and control. Steigt man von selber da auf, wenn man nah genug dran ist, oder wie? Ohne zu springen? Ich muss springen. Hä? Okay, wie kann man das lösen, ohne zu springen? What? Terms of service accepted. Ich darf nur zweimal die Hand nutzen? Welcome to Somnasculpt. Your progress may be monitored by qualified specialists. This orientation will adapt you to eyelids, our interactive, lucid induction dream state in which you retain full consciousness and control. Aha. Oha. Zweimal Hand, zweimal springen. Okay, das ist... Jetzt verstehe ich, wie das gemeint ist. Man muss sozusagen gleich richtig liegen mit dem, wie man den Würfel ein... Ja, toll. Ja, toll, das wird schon nicht mehr funktionieren jetzt. Darf ich den jetzt gar nicht so klein machen, dass ich den nachher auch nicht so klein da rausziehen kann? Also sollte das doch funktionieren. Jetzt müsste ich zweimal springen.
Oh, ich dachte schon. Nice. Confirmed. You can move freely, interact with surrounding objects and listen to messages from einmal your patient care nur. Team. Please note that I am the standard klar, orientation protocol darüber and that setzen. My voice has been explicitly chosen to remind you that I am not. Okay, und das müsste man jetzt mit jeder, also mit jedem Ding kann man das. Oh nein. Ich glaube, ich habe schon versaut. Das müsste man jetzt mit jedem, mit jeder einzelnen Mission, kann man das jetzt nochmal machen. Und kann sich da so verschiedene. What the? Und kann sich dann verschiedene Möglichkeiten angucken. Hä, bin ich denn dumm? Wieso kriege ich das nicht mehr hin? Es ist irgendwie anders als davor. Ach, da ist eine. Jetzt sehe ich das erst. Da ist eine Glasdings. Ich bin blöd. Ich bin blöd. War die da damals auch schon? Ich glaube, die war da damals auch schon. Ich bin jetzt nur dumm. Da muss ich das so hier absetzen. Scheiße. Aber nur mal zum Testen. Kann ich das irgendwie so absetzen, dass es da runterfällt? Hä? Ja, das war mein Gedanke, aber das hat nicht funktioniert. Vielleicht, wenn er größer ist. Noch größer. Yo! BTF. Lol. 2-1. Ach, das war der Käse. Oh nein. Ich darf sogar einmal springen. Wenn ich nicht gleich perfekt groß kriege, darf ich einmal springen, scheinbar. Und mit zwei Ansätzen den groß zu kriegen, ist gar nicht so einfach, glaube ich. Ja, das war's komplett. Perspektive! Reicht das? Ja! Fast. Näher kam ich nicht ran. Also noch größer konnte ich jetzt auf Anhieb nicht machen. Aber das ist doch schon recht groß, das Ding jetzt. Wenn ich den jetzt wirklich gut angucke und dann entsprechend richtig rumdrehe und dann entsprechend jetzt auch richtig absetze, sollte das passen. Yes!
During eyelids, you will lose the ability to awaken suddenly due to realizing that this is a dream. Evidence, I have already informed you that this is a dream. You did not wake up. Please complete the remaining orientation activities. Oh nein, jetzt wird er wieder nicht kleiner. Ich hab ihn blöd aufgehoben. Aber wenn wir jetzt mal drüber nachdenken, dann war dieser Ausflug hier letztendlich überhaupt nichts Schlimmes, ne? Warning. You have deviated from the orientation pathway. At the Pierce Institute, okay. Also von weiter weg nehmen. Und dann ganz klein machen. Scheiße. Wenn man nur einen Versuch hat, ist das gar nicht so einfach. Ich muss ihn jetzt ja kleiner kriegen, ohne ihn nochmal loszulassen. Und dann muss ich ihn da reingesetzt bekommen. Na, jetzt wäre es natürlich einfach, ne? Jetzt ist er dann drin. Aber das muss ich schon beim ersten Mal hinkriegen. Und so wird er ja nicht kleiner. Na, ganz im Gegenteil. Ha. Oh, natürlich. An dem Ding wird er doch normalerweise recht klein. Ja, ich meine, jetzt ist eh kaputt, aber an der Tür wird er doch normalerweise recht klein, wenn ich das ordentlich hinkriege. Oder? Aber es ist halt... Nee. Er wird halt auch direkt wieder groß, logischerweise. Weiß ja nicht. Ich fürchte, irgendwas mache ich da noch nicht richtig. Ha! Also die maximal... Ups, ich wollte nicht springen. Die maximale Distanz habe ich halt hier. Und jetzt habe ich ihn aber halt schon so groß vor meinem Gesicht. Also die Größe von meinem Gesicht ändert sich jetzt ja nicht. Nur wie ich ihn halt absetze, da ändert sich entsprechend die Größe. Na, so hier jetzt wieder. Aber ich treffe halt so den Schalter nicht. Jetzt ist es klar, jetzt ist er klein, jetzt treffe ich ihn, kann ich einfach drauflegen. Aber das kriege ich vorher nicht hin. Wie könnte das gedacht sein? Der kommt schon so groß an. Das ist das Problem. Ich muss es hinkriegen, dass der Kleine ankommt. Ich muss mal ein bisschen rumexperimentieren. So ist er noch größer als vorher. Okay. Es scheint, je weiter ich wegstehe und das dann... Also da, wo ich hinklicke, da ist dann nachher die Mitte mit der Maus, ne? So. Nein. Da muss er schon ganz klein werden, irgendwie. Und dann muss ich ihn hier irgendwie noch kleiner kriegen. Weil so geht er ja nicht dahin, wo er hin soll. So wird er größer. So wird er wieder viel größer werden, ne? Das ist klar. Jetzt wäre er halt winzig.
wenn ich ihn jetzt so lasse, aber das wird nicht funktionieren. Weil so kriege ich ihn halt trotzdem nicht in das Ding rein. Seht ihr, das ist... noch ein Stück! Mann. Wenn ich ihn direkt anhebe, ist er halt viel zu groß. Da kriege ich ihn nicht mal an so einer Ecke klein. Da bleibt er halt... Ne, der ist ja riesig vor mir. Kann ich absetzen, wie ich will. Boah. Es muss irgendwie eine andere Möglichkeit geben, den noch kleiner zu bekommen. Aber mir fällt keiner ein. Nee. Ich würde hier jetzt mal den, das Ding beenden. Vielleicht kann man es dann da wieder starten nächstes Mal. Ich weiß es gar nicht. Also nicht nächstes Mal. Jo, ich wollte nicht das ganze Spiel beenden. Huch. Das war nicht ganz, was ich wollte. Muss man jetzt wieder von vorne starten? Ach, F. Ach, Hauptmenü hätte ich drücken müssen. Ups. Ja, gut. Hauptmenü hätte ich drücken müssen. Okay, meinetwegen. So, fortsetzen. Was ist jetzt fortsetzen? Ah ja, dann lande ich wieder bei den Credits. Ja, okay. So, jetzt muss ich ganz kurz gucken, ob ich weiter aufnehme, weil ich ja gerade den Bildschirm verlassen habe. Aber ja, OBS ist noch dabei. Gut. Oh, Dummkopf. So. Mich würde jetzt interessieren, guck mal, hier habe ich dieses Sternbild-Symbol. Hätte es überall so ein Sternbild-Symbol gegeben, außer ich... Was sind das hier für Symbole? Was habe ich alles nicht gefunden? Heißt das, ich habe nicht alle Dings? Ich habe nicht alle Dings? Ich habe nicht, was auch immer das ist. Hier habe ich scheinbar alle Dings und alle Dings. Ach, das sind glaube ich, die Figuren in der Wand. Kann das sein? Das sind die Figuren in der Wand, ja. Aber gibt es in jedem so eine Sternfigur? Habe ich überall so eine Sternfigur verpasst? Und nur einmal gefunden? Ist es das, was ihr mir mitteilen wollt? Ich wollte das nicht öffnen. Ich wollte das wirklich nicht öffnen. Jetzt weiß ich auch, was ich meine mit, das wird überschrieben, das Fortsetzen wird überschrieben. Ah, okay, wir gehen nochmal... Oh mein Gott. Also hätte man überall so eine Stelle... Was? Achso, okay, hier gibt es keine Sternbildfigur. So, okay. Aber hier gibt es die Dinger schon. Ja, wild. Jetzt will ich mal lesen, was die Errungenschaften sind. Wo stehen die denn überhaupt? Stehen hier gar nicht Entwicklerkommentar. Was ist das? Achso, dann kann man das nochmal spielen mit Entwicklerkommentar. Das wäre sicherlich auch ganz interessant. Natürlich nichts, was ich jetzt hier machen werde, aber... Oh, Das wollte ich nicht. Sorry, liebes Spiel. Okay, man kann die Schrift kaputt machen am Anfang. Auch interessant. Errungenschaften, hier, das da. Okay. Ein Apfel als Kopf, der Sohn des Mannes. Okay. Zerstöre eine Dose Limonade, haben wir geschafft. Finde den versteckten Durchgang im Level optisch, haben wir geschafft. Löse alle Feueralarme aus, haben wir nicht geschafft. Wie auch immer, wie viel es da noch geben mag. Löse einen, wirf eine Limonade in eine Recyclingtonne. Versteckt, keine Ahnung. Okay, mit den Schildern kann man auch irgendwas machen scheinbar. Das sind diese Achtung Wet-Schilder, also Achtung Nass. Kann man irgendwie ausrutschen, keine Ahnung. Scheitert daran, Müll wegzuwerfen. Ja, habe ich geschafft.
Leere alle Feuerlöscher. Habe ich auch nicht geschafft. Versteck. Ach so, das ist einfach nur ein Symbol. Okay, versteckt, versteckt. Wissen wir nicht, was das ist. Trinke alle Limonaden. Wie kann ich denn alle trinken? Alle einmal rauslassen aus dem Automaten? Habe ich irgendeinen mal nicht rausgelassen? Schließ das Spiel in unter 30 Minuten. Okay, in unter einer Stunde. Irgendwie aktivierte Errungenschaft. Glückwunsch zur Erreichung einer Sache. Das ist das Ei. Das ist das Ei. Ich habe das Ei gesehen, aber ich habe damit keine Errungenschaft erreicht. Irgendwas muss ich damit noch tun mit dem Ei. Glückwunsch zur Erreichung einer Sache. Okay, das ist aber das Ei, eindeutig. Eindeutig. Vielleicht hätte ich es nicht vorher rausnehmen sollen von oben, sondern vielleicht hätte ich hochgehen müssen und es von da aus nehmen. Kann sein. Finde die versteckte Trophäe. Oh Gott, es gibt so viel Zeug hier. Schließe das Spiel mit aktiviertem Entwickler-Kommentar ab. Schließe alle Herausforderungen im Herausforderungsmodus ab. Oh Gott, nee. Ein 3D-Modell in das Spiel importiert. Achso, man kann selber so Sachen... Okay. Trage etwas zum Workshop bei. Ein Traum in den Workshop hochgeladen. Man kann eigene Level hochladen. Den Traum eines anderen Spielers gespielt. Okay. Ja, gut. Das ist dann wohl hier. Klicke auf den Wasserspender, um Objekte zu importieren. Unterstützer-Deitypen sind bla bla bla. Richte bitte kein Chaos an. Ah ja. Sick. Alles kaputt. Also hier kann ich dann selber so ein Ding bauen oder sowas. Traumkonstruktion. Fotos. Reparieren. Objektstatus. Sick. Hochladen. Workshop. Abonnierte Objekte. Eieieiei. Okay. Also, das sind eigene Level erstellen, irgendwie, auf irgendeine Art und Weise. Ja, alles klar. Das ist dann immer das Ziel, ne? Das ist das Ziel und dann kann man da ganz viele... Alter, das zu erstellen, ist ja... wird mir bekloppt. Holy moly. Ja, okay, cool. Garantiert nicht. Gut. An sich würde es mich reizen, hier die ganzen Sachen versuchen zu finden, aber ich bin ganz ehrlich, das... Ich weiß nicht, erstens gar nicht... Ach, das sind die Blaupausen. Das sind die Blaupausen. Habe ich hier auch nicht alle gefunden. Hier gibt es keine scheinbar. Hier habe ich auch nicht alle gefunden. Hier habe ich nicht alle gefunden. Holy shit. Ich habe so vieles einfach gar nicht gefunden. Boah, also das würde mich aber eher reizen, mir das mal anzugucken, wo das ist, anstatt... Also selber zu suchen, dafür habe ich nicht. Das ist zu viel. Das ist zu... Das alles nochmal durchlaufen? Nee, das ist zu viel. Nee. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich werde es hier an der Stelle dabei belassen. Wenn ihr noch irgendwas wisst, was super cool ist, lasst es mich wissen, dann kann ich es auch gerne noch nachholen. Aber die ganzen Sachen zu sammeln und zu suchen, ich glaube, das ist es nicht wert. Ich weiß es nicht. Plopp. Ja. Wie gesagt, ne? Ich hoffe, es ist so für euch okay. Wir haben das Spiel durchgespielt. Wie gesagt, wenn ihr noch was wisst, was super cool ist, was irgendwie dann noch vielleicht ein Secret Ending oder sowas freischaltet, dann können wir uns das gerne nochmal angucken. Aber ansonsten würde ich es erstmal dabei belassen. Bedanke mich fürs Zuschauen und wir machen dann wieder ab dem nächsten Tag mit Hyrule Warriors weiter. Tschüss!